zusammen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Hindurch. War das in Ordnung so von der Zeit? Ist das in Ordnung? Ja. Nee, nicht? Das ist, ich muss das gerade erklären. Wir haben so eine kurze Session. Jetzt sagen alle immer, halt dich zusammen, mach ein bisschen schneller. Ja, das Kamerakind da unten, hier oben ist das Programm. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet, ins Fernsehen zu kommen. Jetzt machst du den ohne Karte rein die ganze Zeit. Geh mal aus dem Bild, das riecht mich direkt zu Beginn auf. Das ist, geh weg. Das, und nicht so nah, ihr seid HD und ich hab Mischhaut. Das ist unfair, was du da machst. Hier, das ist, das sind immer, das muss das den Leuten, die hinten sitzen, die die Karten bezahlt haben. Hier vorne, ja, hier ist, pscht, hier vorne, das ist immer, ja, die Redner sagen, das ist der Tisch, ne? Der Tisch, da sitzen jedes Jahr die gleichen Köpfe, immer die gleichen Köpfe. Die fahren die nach der Veranstaltung mit dem Tisch raus auf den Gang, dann kommt da eine Plane drüber und im nächsten Jahr fahren die genauso wieder rein. Ja, das ist in Köln Tradition. Ihr müsst ab und zu ein bisschen Febreze dran machen, es riecht was streng so langsam, ne? Ist schön bei euch, muss man sagen. Ich war gerade noch richtig in Rage. Und jetzt haben sie wieder gesagt, mach nicht zu lange. Nicht wahr? Es ist eine kurze Session. Ich finde das so schade. Ich habe in diesem Jahr 11 Jahre Kölner Karneval. Ich wollte einen Riesenfass aufmachen. Ja. Tschüss zusammen. Nein, dann sagen sie, ich soll kürzer machen. Vor allem, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, das tut mir sehr weh. Es ist gesagt worden, der Kölner Karneval, sie können die Hände auseinander machen. Ich bin nicht der Wanderprediger, ich bin Programm. Was habt ihr da vorne hingelegt? Komm ich nicht klar drauf. Ganz komische Menschen. Haben Sie Freude? Das ist Kölner Karneval. Das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ja? Was klatschen Sie denn jetzt dazwischen? Haben Sie ein anderes Programm oder was ist denn hier los? Ich mach mal da drüben, weil ich schlafen Sie durch. Die sind mir lieber irgendwie. Das ist. Ich sagte gerade, da sind Sie gerade aufgewacht. Ich sagte, dass in den Medien. Ist das nur Lachen oder kollabieren Sie? Ich habe Angst so langsam. Sie haben gesagt, dass in den Medien so dargestellt wird, dass der Karneval nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat mir sehr wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache seit 11 Jahren Kölner Karneval. Jetzt sind wir plötzlich, jetzt hast du schon wieder den da. Hallo? Geh da weg, ich setz mich da hin. Geh du rauf, geh du auf die Bühne, geh da rauf. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ins Bild zu kommen, dann mache ich das so. So, also. Ruhe, ich arbeite. Ja, das ist, gehen Sie doch damit weg, das kann ich doch nicht annehmen. Eine Salzstange hast du 20 Euro weg, das geht doch nicht. Hör auf. Der Karneval ist, nee, ich kann die Leute nicht sehen, ich gehe mal wieder hier hoch, setz dich, genieß es. Der Karneval ist nicht mehr zeitgemäß, ich finde das so traurig, weißt du, jetzt hast du 11 Jahre gemacht, jetzt bist du nicht mehr zeitgemäß. Büttenredner will keiner mehr sehen, nicht wahr, das Fernsehen möchte uns kaum noch übertragen, die Säle sind leer, warum sind Sie alle hier, hat man Ihnen das nicht mitgeteilt wahrscheinlich, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich finde es so traurig. Mir tut es. Haben Sie Probleme mit dem Handy oder warum zeigen Sie mir das die ganze Zeit? Die haben doch Kameras genug mit. Du musst nicht filmen. Ich bin extra analog gekommen. Du musst nicht im Netz gucken, wo ich bin. Hier bin ich. Hier ist das Kasperle. Was sind das für Leute? Herzlichen Dank. Das nenne ich Unterstützung. Ja, bitte, esse. Es sieht aus wie bei der internationalen Funkausstellung bei euch am Tisch, ne? Das ist Wahnsinn. So. Ich war gerade dabei, da warst du noch am Arbeiten. Das ist ja praktisch, die kleinen Geräte, sonst hättest du die ganzen Aktenordner aus der Firma mit auf die Sitzung bringen müssen. Ne? Ich war gerade am Erzählen, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich lasse es einfach mal so stehen, Sie müssen das für sich entscheiden. Ich fange nochmal an. Liebe, Kamera auf mich, erste, oh toll. Ich muss Bilder, wir brauchen gute Bilder, Ruhe. Ich genieße das manchmal, einfach so 30 Sekunden in die Kamera gucken. Ich weiß ja, was so eine Sendeminute kostet. Ich hau's mit beiden Händen raus heute Mist. Ein Tusch macht man, wenn was nicht stimmt, aber das ist heute Rosenmontag nämlich. Und ich soll nicht in die Kamera sprechen, haben die mir gesagt. Ich hab da Bock drauf, weil das ist meine Sendezeit. Ich habe ja auch Sendungen, sagen sie, bei der Sendung sagen sie immer, sprich ihn mehr in die Kamera, Metzger, heute gehst du raus, also sprich nicht in die Kamera. Ja, was wollt ihr denn von mir? Nee?
Ist doch hier der Intendant, ist doch da. Herr Buro, was ist denn los jetzt hier? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann auch rausgehen und woanders hinsprechen. Sie müssen sich dann mal, ich kläre das direkt mal mit Ihnen. Sagen Sie mir mal, ob ich, nee, sag doch mal jetzt, ehrlich. Sag mal, spreche ich jetzt in eine Kamera oder spreche ich zu den Leuten? Weil hier sind die Leute nämlich, hier sind die richtigen Leute. So. Ich hab die Zähne nicht sauber. Hey! Hallo! Habt ihr ein Konzert? Störe ich? Komm durch, komm durch. Kannst aufhören zu spielen, ich arbeite ja. Ich habe noch keine Aussage gefunden. Er lacht und sagt nichts. Also jetzt für die Leute mehr sprechen. Oder und auch an den Sender denken. Ich kann machen, was ich will. Das habe ich vom Intendanten. Das ist herrlich. Ja, ich kann machen, was ich will. So, Sie raus. Ich kann machen, was ich will. Nein, das ist Quatsch. Ich muss aufpassen, das springt sonst die Sendezeit. Ich kann machen, was ich will. Ich bin der neue Intendant vom WDR-Fernsehen. Ich mache, was ich will. Oh, da wird sich drüber gefreut. Herzlichen Dank, meine Stammzuschauer. Alle 8 Stück. So, pass auf. Ruhe jetzt. Ich muss jetzt mal... Setzen Sie sich wieder. Ist eine Sitzung. Ja, ja, ist mit Stühle. Ist mit Stühle. Das ist, ich wollte es nur gerade erklären, wenn wir so miteinander sprechen, Sprockhöfel. Das ist nicht böse gemein. Das ist in Köln, es ist unsere Mentalität. Wir sind einfach so. Wir sind ein lockeres Völkchen und wir haben allen Grund dazu. Ja, ist doch wahr. Wir können uns noch mal freuen. Einfach so. Guck mal hier, Gäste aus Stuttgart. Wir haben einen Bahnhof. Verstehst du? Nee? Einfach mal freuen. Gäste aus Berlin, wir haben einen Flughafen. Freu dich einfach mal, Köln. Ja. Haben wir Gäste aus Mainz oder Düsseldorf? Wir haben einen Karnevalsverein, der in der ersten Bundesliga spielt. Hier. Ja. Oh, da. Ich bin heute, ich darf alles. Jetzt wieder ich? Ja. Ja, wir haben auch eine Arena für die Zugereisten. Ja, eine Arena müssen wir angucken. Riesenhalle war ich eben noch. Tolle Stimmung. Also nicht mehr als hier, aber sehr schöne Stimmung. Weniger Intendanten im Publikum. Ansonsten auch sehr schön. Puh. Können Sie mir jetzt auch live in der Sendung meine Sendung verlängern, Herr Buro? Geht das auch? Wäre das möglich? Ich glaube, ich habe verschissen. Haben Sie schon mal von diesem RTL gehört? Das soll auch sehr schön sein, teilweise. Ja. Nee. Hör auf zu klatschen, ihr hört das doch. Wer pfeift, hat Luft im Kopf. Ruhe. So. Ich war gerade von der Arena. Ich war von der Arena dran. Haben Sie das gesehen? Die Arena, gucken Sie mal an, wenn es hell ist draußen. Arena, ein Traum, Riesenhalle. Soll verkauft werden. Ist das bis zu dir durchgedrungen? Die Arena soll verkauft werden. Wer kauft denn eine Arena? Brauchst du eine Arena? Wir kaufen eine Arena. Robert! Ich weiß es nicht. Hä? Und wenn ja, wie soll es heißen? Geißbockheim? Man weiß es nicht. Ne? Oh! Was Herr Kölner gerne macht, ist ja schimpfen. Generell, ne, gerade weil ich Sie alle da sehe, wird so über den Fußball ja im Moment wirklich... Ich habe das nicht verstanden. Vielleicht können Sie mir da mal weiterhelfen. Wir hatten ja die WM im eigenen... Also es war im eigenen Land, war Fußball. Das war gekommen, weil Geld geflossen wäre in ein anderes Land. Da, deswegen hätten wir im eigenen Land Fußball. Wäre so gewesen. Dann haben die in dem Land angerufen, wo die hingeflossen ist. Und haben gesagt, wie viel war es denn und was habt ihr damit gemacht? Und dann haben die gesagt, wissen wir auch nicht mehr so genau. Ist lange her. Ach, nochmal genau, was für ein Verwendungszweck drauf schwand. Dann haben sie uns wieder angerufen und haben gesagt, wie viel habt ihr denn gegeben und wo kam es denn her? Dann haben wir gesagt, ja, von uns war es ja nicht, nicht wahr? Da müsst ihr da gucken, wo es herkam. Dann haben die den rausgefunden, wo es herkam. Der sagte, ich habe es mal gegeben, aber vermissen tut jetzt in dem Sinne auch nicht, nicht wahr? Also regen sich jetzt alle tierisch auf, weil einer was nicht vermisst, was der andere nicht bekommen hat. Das ist doch Blödsinn, oder? Das ist in Köln normaler Zahlungsverkehr. Das läuft bei uns so. Das ist ganz normal. Ja, bitte, was soll das denn? Genau. Zusammen. Nein, das bleibt. Ich hatte schon angedeutet, ich habe noch ein Feuerwerk der guten Laune vorbereitet. Das wird ein Riesenhit. Du schmeißt dich vom Stuhl vor Freude, sehr wahrscheinlich. Ja, du nicht. Wenn Sie Lust haben, einer muss vom Stuhl. Das... Oh, Entschuldigung, habe ich Sie gestört. Das ist mir sehr unangenehm. Machen Sie, was Sie wollen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein freies Land, ein freies Programm. Sie können sich zu Boden werfen und in die Auslegeware beißen. Das ist völlig egal, was Sie machen. Wenn ich Sie störe, machen Sie einfach husch, husch, dann geht der Onkel woanders hin. Ich gehe mal hier rüber.
Ich wollte das gerade noch erzählen, dann fange ich mit dem Programm an. Wir haben ja nicht so viel Sendezeit. Obwohl, wir sind ja live, kann ja keiner schneiden. So, pass auf. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du weißt, ich fliege raus aus der Sendung. Da kannst du machen, was du willst. Das ist total schön. Ne? Doch, es, ja. Guck mal hier. Der ist so geil. Der Buru sitzt da mit dem Taschenrechner. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Weißt du das noch? Ich bin raus. Ach so. Ich wollte das gerade noch erzählen vom Fußball, das war eine schöne Zeit. Wir haben zusammengestanden auf der Domplatte, das war, ja, neben mir stand ein Mädchen, die nervte ein bisschen, die rief immer, Abseits! Ist ja was? Abseits! Ist ja Liebchen, kann kein Abseits gewesen sein, ist Halbzeit im Moment, ne? Ist Quatsch, was du sagst, ne? Das war ganz klar, Abseits! Sag Mädchen, pass mal auf, wir Kölner lernen in der ersten Klasse der Grundschule, was Abseits bedeutet, und zwar im Fach Mathematik, Themengebiet Mengenlehre. Herr Spinner guckt verzweifelt, Sie waren nicht in der Grundschule, wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich ihm das erklären. Kann ich das gerade machen? Sonst ist das blöd für ihn. Einmal Abseitsregeln nur für Sie. Wir haben einen Kreis. In diesem Kreis stehen fussige Kinder. Ich habe nicht gesagt, dass das lustig wird. Ne? Ich habe nur gesagt, ich erkläre es. Wir haben einen zweiten Kreis. In diesem Kreis stehen dicke Kinder mit Hornbrille. Was haben Sie eine dreckige Lache? Sie will ich als Klingelton. Das habe ich schon nie gehört. So was. Und wir haben einen dritten Kreis. In diesem Kreis stehen Kinder mit Zahnspange und Kochlatzhose. Und ich, arme Sau, stand in der Schnittmenge. Ich war ein kleines, dickes, fussiges Kind mit Zahnspange, Hornbrille und Kochlatzhose. Das ist Abseits, sag ich dir. Das hat wehgetan. Jahrelang musste ich da. Ja, no. Ach komm, ich fange jetzt an, ne? Ja. Ich wollte das nur noch gerade erzählen, dann fange ich mit der Rede an, dass Sie was zum Senden haben. Gleich Riesenfeuerwerk, Sie werden Spaß haben. Ich wollte nur sagen, meine Frau, wie hat Kleider gerne. Letzte Woche kam sie wieder an und sie sagte, guck mal hier, neu Kleid, kann ich so rausgehen? Ich sag, ja, ist dunkel, ne, fällt nicht weiter auf. Da ist, bitte, die Herren, kennen wir alle. Da kommt deine Frau nach Hause, guckst du die an, denkst du, ist sie drin im Kleid und will raus oder ist sie draußen und will rein? Was soll das sein jetzt? Darfst du nur nicht sagen, sonst hast du Ärger, ne? Ich muss ab und zu mal ein Kompliment einstreuen, ne? Meine Frau sagt dir, letzte Woche hast du gesagt, ich habe die Figur einer griechischen Göttin. Ich sag, ja, da wusste ich auch nicht, dass Buddha keine... Ich muss durch... Bitte hören Sie auf zu klatschen, ich rede über meine Frau, das ist gemein. Ich liebe meine Frau, ich mag meine Frau, ich kenne meine Frau, wir wohnen zusammen, was soll ich denn machen? Das ist ja, ich kann es ja nicht umtauschen. Nein, meine Frau ist nett, das können wir alles, das wird ja nicht gesendet. Meine Frau ist sehr nett, sie hat halt oft Pech beim Denken, das ist das Problem, da muss man wirklich... Nein, ich bitte Sie, Beispiel, beste Beispiel, ich habe sie kennengelernt vor 5 Jahren, da rief sie mich an, sagt, kann ich dich mal besuchen kommen? Ich sag, komm vorbei, ich wohne in der Altstadt. Sagt sie, ach, Altstadt mit dem Auto, kriegst doch keinen Parkplatz. Ich sag, komm doch mit dem Bus, hat sie sich einen Bus gekauft. Verstehst du? Das ist so die Art, die kann da nichts für. Die ganze Familie ist so schlimm, ihr Bruder ist genauso, er war jetzt lange in Kur gewesen in Bad Ossendorf. Und das ist auch immer schön. Da merkst du, wo die Kölner sitzen, wenn du sowas sagst, ne? Bad Ossendorf, so ein paar von außerhalb. Ja, war ich auch schon. Sehr schön, sehr schön. Ja, muss man sagen. Habe ich immer auf die Kinder aufgepasst bei denen. Das ist so wichtig, dass man auf die Kinder Acht gibt. Das ist schön, da könnte man eine Klammer finden zum Motto. Wir haben ja für die Kölner, Sie wissen es nicht, weil alle, wenn wir uns pennt sind, sind wir von der Söck. Für die Auswärtigen. Ja, wenn wir uns pennen sehen, sind wir von der Sorge. Sie können es ja googeln. Ich habe mir mal gedacht, wie könnte man das Motto denn für sich persönlich nutzen? Wir haben so viel Ärger alle am Hals. Es passiert so viel Mist um uns rum. Wir sollten alle mal versuchen, 5 Minuten am Tag wie die Kinder zu sein. Die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Das ist schön, das macht den Kopf frei. Kinder machen sich über so viele Sachen keine Gedanken. Die Kinder stehen morgens auf und sagen, wacken oder sowas. Ne? Und dann... manchmal denke ich, ich muss mich mal medikamentös neu einstellen lassen. Das ist ganz komisch, weil ich sage Sachen, die kenne ich, da ist nicht klasse jetzt. Oder sind Sie Arzt? Kinder haben Spaß an der Welt. Macht mal Sachen, wie Kinder es machen. Ruft mal bei DHL an und fragt, wann die Sendung mit der Maus kommt. Sowas meine ich. Ganz einfache Sachen, nicht wahr? Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir es nicht mehr schaffen, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann ist es bald vorbei. Wenn ihr es nicht mehr schafft, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann kann ich euch nur noch raten, nehmt euch einen Strick. Nehmt euch einen Strick und einen Hocker und dann geht ihr mit Strick und Hocker in den Wald, schmeißt den Strick über den Ast, bindet den Hocker unten dran
Und dann schaukelt ihr eine Viertelstunde. Und dann geht das Herz wieder auf, die Augen gehen auf und ihr seht die Welt wieder mit den Augen der Kinder. Ich wünsche euch einen kindlichen, friedlichen Fastelaufen 2017. Danke, dass ich noch mitmachen durfte. Bis die Tage. Tschüss und Allah, eure Blödschkopf. Dankeschön. Tschüss.